Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohmar. Seit der Einführung der sogenannten Abwrackprämie hat sich die Nachfrage im Automobilhandel verstärkt. Denn ab sofort erhalten Neuwagenkäufer, die ihr mindestens 9 Jahre altes Auto verschrotten und dafür einen umweltfreundlichen Neu- oder Jahreswagen kaufen, eine Prämie von 2.500 Euro. Diese Umweltprämie wurde im Rahmen des zweiten Konjunkturpakets am 12. Januar 2009 im Bundeskabinett beschlossen. Für 600.000 Anträge wurden 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Wenn dieser Fördertopf leer ist, dann ist Schluss. Auch das Autohaus Langer in Lohmar kann seitdem einen stärkeren Zulauf verzeichnen. Aktuell hat sich der Verkauf deutlich verbessert in der letzten Woche, seit die Prämie bekannt geworden ist. Der Zulauf ist sehr stark und die Verkaufszahlen sind sehr gut. Also vorwiegend haben wir im Bereich Kleinwagen einen verstärkten Zulauf und Verkauf. Es ist auch besonders interessant in dem Bereich. Es sind sehr viele günstige Angebote im Neuwagenbereich da. Und durch die Prämie von 2.500 Euro bewegt sich dann eine Zuzahlung im Bereich, wo man sonst nur einen Jahreswagen verkaufen könnte. So ist es also heute möglich, für den typischen Jahreswagenkäufer den Sprung auf den Neuwagen zu machen, ohne mehr Zuzahlung zu haben. Neben der Sicherung der Arbeitsplätze soll die Umweltprämie auch ein wichtiger Beitrag dazu sein, den Austausch alter gegen neue Abgas- und CO2-arme Fahrzeuge zu beleben. Nun, der wirtschaftliche Effekt ist mit Sicherheit unbestreitbar. Die Umsatzzahlen belegen es jetzt schon nach 8 Tagen. Ansonsten ist ja der weiterer Hintergrund, dass Altfahrzeuge von der Straße kommen und umweltfreundlichere neue zugelassen werden. Auch das wird natürlich hier voll und ganz umgesetzt. Viele Kunden nutzen nun die Gelegenheit, ihr altes Fahrzeug loszuwerden. Auch wenn sie dies normalerweise erst in einigen Jahren getan hätten. Wenn es diese Prämie nicht gäbe, hätte ich mein altes Fahrzeug, das hätte ich noch einmal durch den TÜV gebracht und hätte sicherlich dann erst in 2 Jahren ein neues Fahrzeug gekauft. Aber so war natürlich die Gelegenheit günstig. Es ist wohl eher die persönliche Ersparnis, zumal mein Fahrzeug hat, also das Altfahrzeug, auch nur 6 Liter verbraucht und der Neuwagen auch 6 Liter. Und ich denke mal, dass ich da für die Umwelt nicht allzu viel getan habe. Mir tut es eigentlich sehr leid, dass dieses Auto, was ich zurzeit fahre, dass das ab in die Schrottpresse soll, denn das hätte durchaus noch 1-2 Jahre seinen Dienst getan. Und wahrscheinlich wird das alles nur ein bisschen Vorzieheffekt sein, dass also Leute, die sich in spätestens 2 Jahren Auto gekauft hätten, sich nun jetzt eins kaufen. Also ich sehe es eher für mich persönlich zwar als sehr günstig an, aber ob es da einen positiven Effekt geben wird, ich denke, es ist nur ein Strohfeuer. Zurzeit streiten die Experten noch darüber, ob die Abwrackprämie für alte Autos nun eine gute oder eine schlechte Idee ist. Auf die Absatzzahlen der Premium-Hersteller scheint die Prämie wenig Einfluss zu haben. Denn was gekauft werde, sind laut den Händlern vor allem preisgünstige Kleinwagen. Kritiker halten zudem den Effekt der Prämie für ungewiss. Das Resultat könnte eine Marktverzerrung sein. Nun, Zweifler gibt es immer. Wir haben der Sinn und Zweck der Unterstützung der Wirtschaft ist damit natürlich in vollem Umfang erreicht worden. Der Nutzen für die Umwelt ist sicherlich auch unbestreitbar. Seit Jahren altert der Bestand an Fahrzeugen in Deutschland. Wir haben mittlerweile ein Durchschnittsalter des Fahrzeugbestandes von über 8 Jahren. Und junge oder neue Fahrzeuge sind nun mal vom CO2-Ausstoß und von ihrer Umweltfreundlichkeit deutlich besser wie ältere. Also hier ist immer der Sinn und Zweck der ganzen Aktion erfüllt.